Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute gibt es den ersten Teil der Neuzugänge aus dem Juli. Ja, wir sind tatsächlich schon im August angekommen und es sind sage und schreibe 26 neue Bücher bei mir eingezogen. Wobei sich Bücher und E-Books da tatsächlich so 50-50 die Hälfte geben. Und aus diesem Grund, da es wieder so viele sind, wie auch schon im letzten Monat, habe ich mich wieder dazu entschlossen, das Video zu splitten. Und ihr bekommt heute die ersten 14 Bücher vorgestellt. Ich wünsche euch da auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Statistisch sind es 26 Bücher geworden. Davon sind es 12 echte Bücher, es sind 11 E-Books und es sind 3 Hörbücher geworden. Die Hörbücher eher, glaube ich, dann im zweiten Video kommen, von denen ist in der ersten Hälfte sozusagen noch nicht allzu viel zu spüren. Zu der Menge der Bücher. Ich könnte jetzt sagen, ich weiß nicht, wie ist das passiert. Ich weiß es sehr wohl, es gab ganz viele tolle Neuerscheinungen in diesem Monat. Es gab eine Lovely Books Box mit 3 Büchern. Es gab eine Medimops-Bestellung und so ist das irgendwie entstanden. Und ich denke, wir reden gar nicht lange. Das ist sozusagen nur das Vorgedöns. Und wir fangen einfach mal mit dem ersten Buch an. Und das ist Auf immer gejagt von Erin Summerill. Das ist das Buch, was ich bei der Carlsen-Aktion gewonnen habe. Denn man konnte zum Auftakt dieses Buches, wenn man als Blogger, Booktuber den Tag von Carlsen macht, eine Ausgabe des Buches gewinnen. Und ich habe den Tag zusammen mit Susan gemacht. Ich packe ihn auch mal in die Infobox, wenn ihr vielleicht Lust habt, den Tag euch noch anzuschauen. Und ich habe mich sehr, sehr auf dieses Buch gefreut, denn es wirkte durch die weltliche, also Waldatmosphäre, einfach sehr spannend. Wir sind hier eben auf einer Jagd, haben Tessa als starke Protagonistin, zumindest vermeintlich den Klappentext nach, die ihren Vater, den Kopfgeldjäger des Königs, gerade verloren hat. Und sie selbst muss jetzt ihren besten Freund, den Mörder ihres Vaters, suchen. Ja, leider, das Buch habe ich zusammen auch mit Susan gelesen, zumindest begonnen. Ich habe noch etwas über der Hälfte das Buch abgebrochen. Und warum, weshalb, habt ihr oder seht ihr, glaube ich, jetzt in der nächsten Bücherwoche. Und es klang aber spannend und ich hätte mich sehr, sehr gefreut, dass mich dieses Buch packt. Dann ist eingezogen von Patrick Black Die neunte Stadt, ein Buch, das mich aus dem Sci-Fi-Bereich sehr, sehr angesprochen hat und ich einfach total neugierig war, auf was ich mich hier so freuen kann. Ich habe es leider noch nicht geschafft zu lesen, aber mich hat es sehr fasziniert und ich bin sehr gespannt und denke mal, dass das jetzt auf jeden Fall ein Buch im August sein wird, was ich jetzt dann auch während meines Urlaubes lesen werde. Dann ist ein Thriller bei mir eingezogen von Jonas Winner, Murder Park, den ich auch schon zusammen mit Ramona und Tanja von Berlin Books gelesen habe. Hier haben wir eben einen Freizeitpark und dieser wird umgebaut und er gedenkt eben allen Serienmördern oder vielen bekannten Serienmördern mit Special Effects. Und wir haben hier eben eine Gruppe Auserwählte an Journalisten und ähnlichen Berichterstatter, die diesen Park eben irgendwie testen soll. Und wir vollziehen hier eben so die ein oder andere psychologische Befragung und erfahren eben, was so in diesem Park vor, ich glaube, 20 Jahren passiert ist. Und es war ein sehr gelungener Thriller, der mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat, mit einigen Schwächen darin, gar keine Frage, aber ich fand den Schreibstil wirklich sehr gut von Jonas Winner. Und es gibt noch ein zweites Buch, was mich von ihm anspricht, Die Zelle, und die ist direkt mal auf der Wunschliste gelandet. Dann ist eingezogen Ein Kuss aus Sternenstaub von einer Autorin, von der ich bereits damals die einzige, glaube ich, gelesen habe. Und das war auch der Grund, weswegen ich das Buch auch lesen wollte. Da mir die einzige, das war ja so eine Geschichte mit einem ganz besonderen Mädchen, das eben auch so in einer Art Einzelhaft mitten im Urwald gehalten wird, weil sie eben etwas Besonderes ist in der Evolution. Und mir hatte der Schreibstil von der Autorin unglaublich gut gefallen. Und als ich jetzt gesehen habe,
habe, oh, nicht nur, dass das Cover wunderschön ist, ja, auch der Klappentext gut klingt, dachte ich, Mensch, von der Autorin, da hast du noch etwas Positives in Erinnerung, das fragst du mal an, und es kam auch bei mir an, ist ebenfalls ein Buch, was ich gerne im August lesen würde. Dann ist eingezogen der vierte Teil der New York Diaries, ja, Zoe von Carrie Price alias Adriana Popescu. Das Buch habe ich auch direkt nach Erscheinen verschlungen, habe dazu auch ein im Bann vom Buchreihen Video gemacht, deswegen werde ich gar nicht so viel dazu erzählen, guckt euch das gerne mal an. Ja, wir sind hier im Abschluss sozusagen dieser Buchserie, die ja Adriana zusammen mit Ellie Taylor alias Anne Freitag geschrieben hat. Wir sind eben in New York City und erleben hier eben ja, das Leben von Zoe, die gerade von der Westküste nach New York City zieht. Sie will Schauspielerin werden und ihr passiert allerlei Merkwürdiges und Lustiges. Und also für uns zumindest lustig, für sie persönlich wahrscheinlich nicht. Und ja, es ist der Abschluss der Reihe. Es sind mittlerweile alle vier Bücher auch erschienen. Und auch dieser Teil hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Und ich finde einfach, dass die beiden Autorinnen ein wirklich gutes Gespann sind. Und habe mich sehr gefreut, dass ich auch das vierte Buch lesen konnte. Dann ist von Melissa Daly Glücksbringer auf Samtpfoten bei mir eingezogen. Eine Geschichte, die aus der Perspektive der Katze erzählt wird, nämlich aus Mollys Perspektive, die bei einer alten Frau sozusagen unterkommt und da das Paradies auf Erden hat. Und als die alte Dame aber ins Altenheim gebracht wird, bringt sie der Sohn zu einem Typen mit drei Hunden und da fühlt sie sich überhaupt nicht wohl. Macht dann eben die Flucht und die gelingt ihr in die nächstgrößere Stadt und findet sich dort bei einer Frau wieder, die gerade ja es auch im Leben nicht so leicht hat und ein Café eröffnet hat. Und ja, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Eine Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Auch die Perspektive der Katze, die ich super schön fand. Nicht zu kitschig, was man ja oft bei Tiererzählungen hat. Ich fand das wirklich sehr schön gemacht und ich fand die einfach sehr bezaubernd. Ich habe die Geschichte auch so in einem Rutsch durchgelesen. Hat mir wirklich gut gefallen. Auch so Nachtblau von Simone van der Flucht. Ein Buch, über das ich zufällig gestoßen bin und es mich da durch den historischen Anteil und dass es eben ein historisches Buch ist, was in den Niederlanden spielt, was, wo ich glaube ich gefühlt noch nichts gelesen habe, es sehr angesprochen hat. Und es geht hier eben ja um das Nachtblau, wie man es auf dem Porzellan eben kennt. Und es, wir haben hier eben eine Frau, die sehr früh Witwe wird und ja dann sich als Haushälterin versucht, bis sie die Vergangenheit einholt und sie dann eben ja irgendwie wieder woanders hin muss und da dann eben das Nachtblau mehr oder weniger entdeckt. Ein sehr toller historischer Roman, der mir sehr gut gefallen hat. Dann kam auch schon die Lovely Books Box. Das ist echt so ein Zungenbrecher. Und dazu habe ich ein kleines Unpacking gedreht gehabt, möchte euch die Bücher aber trotzdem natürlich der Vollständigkeit halber zeigen. Von Petra Hülsmann ist das neue Buch eingezogen, Das Leben fällt, wohin es will. Das Buch hatte ich selbst auf der Wunschliste, weil ich schon so viel Gutes über Petra Hülsmann gehört habe und ich glaube, dass das jetzt wirklich so ein Roman ist, wenn es ein Tag sonnig ist und ich einen ganzen Tag im Garten liege oder am See liege, dass ich das lesen werde. Da freue ich mich wirklich schön drauf, denn ja, es geht hier um eine junge Frau, die, ich glaube, dass, wo man hier auch ein bisschen was mit Krankheit hat und das Leben schätzen soll. Und ich finde, sowas sollte man auch möglichst nur im Sommer lesen. Und ich finde einfach das Cover auch wunderschön, bin da sehr, sehr gespannt. Dann ein historisches Buch, Die Tochter des Seidenhändlers von Dina Jefferies. Ich habe weder von dem Buch vorher noch was gehört, ja, es sieht einfach schön aus. Also man kann da wirklich, ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Wir sind hier in Vietnam 1950 und ja, ich habe auch, glaube ich, noch nichts aus dieser Zeit aus dem asiatischen Raum gelesen. Gut, die Geisha war natürlich noch eine Spur früher. Aber ja, ich bin hier sehr, sehr neugierig auf die Geschichte. Könnte auch durchaus jetzt ein Augustbuch sein, wenn es nicht ein Buch ist, was ich vielleicht in meinen Oktoberurlaub mitnehmen werde. Und dann als letztes Wildblumensommer von Catherine Taylor. Ebenfalls ein sehr sommerliches Buch und ja, sieht optisch auf jeden Fall sehr schön aus. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass ich Glück hatte bei dieser Lovely Books Box. Das ist echt, ja. Also bei Lovely
Box Glück hatte auf diese Box. Es ist meine zweite Box und ja, es ist ein wunderbares Thema, eben dieses Sommerliche, und ich finde, da macht man bei mir ja nie was verkehrt und freue mich wirklich auf diese drei Geschichten. Dann ist ein, ja mein Schatz, kann ich das Buch? Ja, das ist eine Kamerageile, ne? Meine hübsche Maus, ja. Dann ist ein wunderbares Paket bei mir eingezogen vom One Verlag, denn die liebe Eva Völler hat ein neues Buch herausgebracht, Auf ewig dein, und das ist der Auftakt der Time School Reihe. Und ich kenne von Eva Völler ja unter anderem schon die Zeitenzauberei, die mir unglaublich gut gefallen hat, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und Auf ewig dein, ja, beginnt im Grunde kurze Zeit nach dem dritten Teil der Zeitenzauberei, denn die beiden Protagonisten aus Zeitenzauber, ja, gründen mehr oder weniger eine Zeitenschule, eine Time School, und müssen ja andere mit ähnlicher Begabung zu Zeitwächtern ja ausbilden. Und ja, zu diesem wunderbaren Buch gab es auch noch einen Coffee-to-go-Becher, den ich super schön fand, und es fand ich auch wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, hat mir sehr, sehr gut gefallen, und ja, freue mich sehr auf dieses Buch. Ich glaube, man kann dieses Buch auch ganz unabhängig von der Zeitenzauberei lesen. Ich denke mal, es wird wohl die ein oder andere Anspielung auf die Zeitenzauberei geben, gerade auf die Protagonisten, aber wem es jetzt hier ranzieht, weil das Cover, also auch allein mit diesem wunderbar goldenen Schimmer, also es ist wirklich traumhaft gemacht, wem es da hinzieht, ich denke, der kann auch einfach mal so hingreifen. Dann gab es bei NetGalley, was ja ein Blogger, Booktuber, Rezensentenportal ist, verschiedenster Verlage, einige tolle Bücher, die mich sehr, sehr angesprochen haben, unter anderem Die Tänzerin von Paris von Annabelle Epps, oder Apps, je nachdem, wie man sie ausspricht. Ja, ein Buch, das ich so ein bisschen geschlichen bin und dann aber doch dachte, das klingt einfach so toll. Man ist in Paris und begleitet eben das Leben einer hoffentlich baldigen Tänzerin, und das klang einfach so wunderbar historisch und mit einer starken Protagonistin, und ich mag sowas in historischen Büchern immer sehr gerne, wenn man auch die Perspektive ja im Grunde dann von Frauen im ähnlichen Alter oder jünger natürlich kennenlernt und wie dann die Zeit so war. Und ich erhoffe mir hier einen Roman, in dem man eben das alte Paris einfach nochmal erleben kann, und bin hier sehr, sehr gespannt und freue mich wirklich sehr auf das Buch und denke, dass es auch in nächster Zeit gelesen wird. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Büchern ja, dieses ersten Teiles. Und zwar hat mich eine sehr nette Anfrage eines Autors, der gar nicht so weit weg von mir wohnt, erreicht. Und ja, hier geht es um, ja, hat mir den ersten und zweiten Teil seiner Kallion-Reihe direkt zugeschickt. Einmal den, ich hoffe, es ist jetzt der erste Teil. Ja, Die lautlose Woge ist der erste Teil. Und ich finde die Cover super, super schön gemacht, auch von der Seite sehr schön. Und der zweite Teil ist dann Die dunkle Wunde. Und das ist ein High-Fantasy-Roman und er hat auch ja, ein bisschen Erklärungsstoff mit reingepackt. Also zum einen eine sehr lustige Karte, die mich wirklich sehr zum Schmunzeln gebracht hat, mit frohe Weihnachten. Fand ich sehr gut. Und dann eben auch mit ein bisschen Info zu dieser High-Fantasy-Welt. Und er selbst macht auch Videos. Und ja, hier heißt es, genau, Wintersonnenwende 2017 erscheint dann der dritte Teil, Die 12 Kronen. Und es klang nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Und ich bin ja einfach ein High-Fantasy-Kind. Und ich habe gerade auch im Self-Publisher-Tum sozusagen schon einiges an guter High-Fantasy gefunden. Und freue mich, freue mich wirklich sehr auf diese Reihe. Und danke alles einfach schon mal für die beiden Bücher, die ich denke jetzt dann auch im August oder September lesen werde, weil mich die Geschichte wirklich sehr, sehr anspricht und ich die auch einfach optisch von hinten super, super schön finde. Und ich packe auch seinen YouTube-Kanal einfach mal in die Infobox, guck da gerne mal vorbei. Und ja, ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und das waren jetzt auch schon die ersten 14 Bücher meiner Neuzugänge. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon. Dann schreibt mir das natürlich gerne mal in die Infobox. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und
Nein, natürlich nicht in die Infobox, sondern in die Kommentare. Dann können wir uns hier ein bisschen austauschen. Vielleicht auch, welche Bücher wir gemeinsam gerade neu haben und vielleicht auch irgendwie sich eine kleine Leserunde vielleicht irgendwie wo finde. Da würde ich mich natürlich auch immer drüber freuen bei Büchern, die man gemeinsam auf den Sub hat. Ich denke, da bietet sich das ja direkt an, zumindest bei den Büchern, die jetzt natürlich noch ungelesen sind von den Neuzugängen. Und ich denke mal, der zweite Teil der Neuzugänge wird am Donnerstag kommen. Ich verlinke da natürlich den zweiten Teil, wenn er erschienen ist, unten in der Infobox. Ansonsten haltet natürlich einfach die Augen auf oder abonniert, je nachdem, ob ihr das schon habt oder nicht. Seht ihr dann natürlich auch den zweiten Teil. Und ja, ist doch allerhand eingezogen. Bücher, auf die ich mich durchgängig freue. Das ist natürlich ein wirklich schönes Gefühl. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß mit dem Video. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.